Sensors registered explosion of 17.1 isotons at the center of the Tal Shiar headquarters district. Okay, also Mission ausgeführt. They're taking heavy damage. Und jetzt kümmern wir uns um den anderen Abschaum, den anderen romulanischen Abschaum. Wir haben neue Missionsziele. Ja, alles, was in irgendeiner Weise uns angreifen kann, wird zerschossen. Endeavor has sent us an alert. Romulan reinforcements arriving in two waves. Okay. Okay. Der ist Geschichte. Following target. Und die andere ist jetzt auch Geschichte. Gleich, hoffe ich. Boah, schmeißen wir den Scan an. Aber da ist auch nichts auf den Scannern, also werden wir jetzt erstmal die romulanischen Schiffe mal eben richtig zerlegen. Eine Hoffnung, dass das ausreicht. Aber unsere Taktik ist wirklich voll aufgegangen. Weil die Taktik war ja eigentlich ja auch gewesen im Vergleich zum letzten Mal. Nach Möglichkeit erstmal alle. Following target. Erstmal alle zu erledigen. Tractor beam engaged. Erstmal unseren Hauptauftrag zu erledigen, indem wir einfach jetzt erstmal die anderen zerlegen. Ja. Matching speed to target. Koko. Following target. Guck mal, wer hinter dir ist. Jemand, der echt keinen Bock auf dich hat. Und du bist definitiv in der Unterzahl. Du bist definitiv echt tierisch in der Unterzahl. So, jetzt habe ich dich eh, jetzt hast du eh keine Chance mehr. Burning Wreck. Ja genau, mach es. Mach es. Ja. da ist ja noch eine Flotte. Following target. Okay. Following target. Warp speed. So, dann nähern wir uns mal mit Warp speed der neuen Kampfzone. Disengaging warp drive. Following target. So, dann werden wir, wow, gegen drei romulanische Warbirds. Ja, leckt mich an den Nüsse. Ja, leckt mich an den Eier. So, ob die Enterprise jetzt aber drauf geht, gut. Ich meine, es ist Picards Schiff, keine Frage. Aber, nein. Aber die Warbirds sind einfach gefährlicher. Und in diesem Sinne, die müssen wir jetzt als erstes ausschalten.
Nur damit wir überleben können. Hm? We penetrated their shields. So, die Warp-Mitte wird angezielt. Um den größtmöglichen Schaden zu verursachen jetzt an dem Schiff. Alle drei Quantentorpedos haben jetzt voll getroffen. Und ja, das Schiff sieht nicht mehr gerade taufrisch aus. Und es läuft deutlich besser als in der letzten Aufnahme. Oh ja. Oh ja. Tractor Beam engaged. So. Ja, das war's mit dem Tractor Beam. Engaging Tractor Beam. Tractor Beam locked on, sir. La la la. La 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 la. Aber unserem Schirm geht es deutlich besser als in der letzten Aufnahme. So, Numero uno. So, dann schieben wir mal rüber. So, und es geht auf den nächsten Warbird. Fahrkarte, naja. Oh, die erste Welle haben wir schon hinter uns. Beziehungsweise die greifen wir gerade an. Wir haben noch alle drei Sovereign-Klassen, also ist ein guter Schnitt. Komm, 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 komm. Komm, komm. Wir verteilen jetzt die Schüsse in jede Richtung. Wie uns irgendwie möglich ist. Matching speed to target. So, damit die auch uns jetzt nicht abbauen kann, werden wir die jetzt verfolgen und einfach nur zerstören. Looks like we've got some damage past their shields. Zielen wir wie immer auf die Warp-Mitte. Oh, ich habe da eine böse Idee. Ich habe da eine ganz böse Idee. Aha. Our Marines are boarding the target. Nämlich das jetzt. So, ich werde nämlich jetzt nicht mehr auf das Schiff feuern. Ich werde das jetzt übernehmen lassen. Dann gehört das nämlich mir. Und wir gehen gemeinsam auf das Schiff drauf. Ja! Es gibt nämlich nochmal Bonus-Prestige. Och, schade. Direkt durchgeflogen. Schade. Wirklich schade. Boah, wird das Scheißschiff jetzt endlich übernommen? Target captured, sir. Yes! Ziel übernommen! Und das letzte Schiff ist hoffentlich hinüber. So. Yes! Mission abgeschlossen! Yes!
Mission accomplished. Our agreement with the Praetor of the Romulan Star Empire should guarantee a new era of peace between the Federation and the Romulans, or at least a return to the status quo. Mm-hmm. The Klingons have expressed their disapproval of our keeping the incursion technology from them, but we have agreed to allow them to supervise the dismantling of the incursion. Mm-hmm. Starfleet has banned holocloak research and is working on ways to nullify it in case it should pop up again in enemy hands. We have brought Admiral Arai back to the Federation for trial and have set the Tal Shiar back by at least a decade. I don't believe in vengeance, but I think we have guaranteed that nothing like the Unity disaster will occur again for quite some time. Starfleet owes you a debt of gratitude and will be issuing you your official commendation within the week. Danke. Vielen Dank für diese Ehre und... Safe distance. You. We have completed our mission and paid a heavy price for it. No matter how tempting it may be to press on, we do not want to bring full-scale war to the Alpha Quadrant. Reinforcements! To battle! Calm yourself, Klingon. If we meant to destroy you, you would be in your Stovall core by now. Romulan vessel, this is Captain Jean-Luc Picard of the Federation Starship Enterprise. Identify yourself. I am Praetor Hiran of the Romulan Star Empire. I find it troubling to see such a massive fleet of intruders this deep in Romulan space. Were it not for your success in ridding us of Arai's treachery, we would be exchanging fire by now. Treachery? It is hard to believe that Admiral Arai operated without your knowledge, Praetor. Admiral Arai's web of deceit ensnared us all, Captain. But I assure you, she acted alone. The Romulan Star Empire does not desire war. While I thank you for your diligence in this matter, I consider the affair concluded. Very well. You can rest assured we will apply the same diligence in making sure this sort of incident does not occur again. We will be watching, Praetor. Picard out. All ships, set a course for the neutral zone. Our work here is done. Glückwunsch! Sie haben die Kampagne des Volkes United Federation of Planets erfolgreich abgeschlossen. Sie sollten das Spiel nun mit der Kampagne des Volks Klingon Empire fortsetzen? Okay, ja. So, ich bedanke mich recht herzlich für das Zusehen für Star Trek Starfleet Comment 3 von w2ss.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten schreibt bitte in die Kommentare rein, was euch hätte besser gefallen. Ich werde noch zusammen mit dem Spyro von w2ss.de werde ich noch ein Special in den Einzelgefechten aufnehmen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich wirklich fürs Zusehen und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von w2ss.de. Und in diesem Sinne sage ich jetzt ganz abschließend hier in der Kampagne von Star Trek Starfleet Comment 3 Tschüss!